Willkommen zurück zu einer neuen Folge Southpark und ja, heute werden wir uns ein bisschen um das, ich nenne es mal das Al Gore-Problem kümmern. Der Typ fängt sonst an, mit seinen Nachrichten zuzuspammen, deshalb werden wir ihn ganz einfach mal entfreunden. Von daher gehen wir zurück in sein, ach so, tolles Geheimversteck hier unten. Timmy, genau. Oder wollen wir erstmal die Elfen da oben? Ach, wir ärgern erstmal ein paar Elfen, genau. Erstmal Elfen ärgern. Dafür sind sie ja da. It's a good day to die. For you, that is. Erstmal ein bisschen bluten lassen. Ist schon lustig. Das war böse. Das war definitiv böse. Es ist schön, der Scheine, wenn man so eine Riesenbedrohung ist, aber du wirst uns nicht mehr lange auf den Nerv gehen, Kollege. Pack das Handy weg, Junge. Hehe. Stinky no Minky. Man Bear Pig, he's here. Man Bear Pig, he's here. Oh Gott, die Sache. So freut das auch noch. Junior Al Gorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless, of course, you're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig. I have you now. Let us fight to the death. Von der Mütze her würde es ja zumindest passen, dass wir Schweinebärmann sind, ne? Ah, shucks, when are we gonna catch a break? Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming! You cannot escape the scientific certainty of global climate change! Yeah! Warte mal. Wir müssen erstmal wieder jemanden aufwecken hier. Ich glaube, wir können ja jemanden rufen, weil Al Gore ist ja leider am Boss, genau. Er ist Chef. Immun gegen Betäubung, Schlaf und angepisst. Einfach so. Warte. Frostrichter. Ah, jetzt haben wir ihn also. Out. Wir hauen das mal nur so drauf. Excelsior! Und nicht die Typen. Protect the former sort of vice president! Warte mal. Also jetzt komme ich ja nicht an den ran, weil die vor dem stehen. Das ist ja das Dämliche. So it's a standoff. Aber wir können ihn trotzdem bluten lassen. Oh! I'm hit! Schauen wir mal, was passiert. Ich hatte diese Secret Service Union, die machen so dermaßen viel Schaden, das geht gar nicht. Das Schild wäre ja ganz cool, aber ich glaube, das wird ich bestimmt nicht treffen. Na, ich sah's doch. Chaos Hammer. Die sind betäubt, jawohl, sehr schön. Gortastic! Wir haben sie betäubt, cool.
Oh, seine Rüstung. Ich kann seine Rüstung immer nicht wegbringen. Wir mal einen von den Typen hier vorne weghauen. Hostile is taking his sweet time. Ah! 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 Oh shit. Feel my legs. Wir haben keine Mana-Punkte mehr. Er macht Punkte, meine ich. Deine ist auch kein Down, sehr schön. Der Kopfschuss ist so böse. Ja, die machen so viel Schaden, das geht gar nicht, ey. I'm low on enchilada rations, but I think I can hold out. Gut, wir hätten auch erst Butters sein können. Butters hätte uns dann ja heilen können. Ja, egal. Hey! Ah! Ah! Jetzt mal Butters noch heilen. Alter, verbrenn doch! Ja, ist das mal schön bluten. So. Nehmen wir auch erstmal Mana-Trank. Macht-Trank. Lebensentzug. Voll. 1300. Oh, jetzt können wir ihn noch heilen. What the f- Oh. People laughed at me when I told them you were real. Who's laughing now? Just be dead! Ouch! Zu früh gedrückt. Ja! Ja, das mit den Elfen lief jetzt nicht so bombastisch, ne? Verlange Feinde bei Vektor durchführen. Na gut. Jetzt hauen wir aber weg hier. Au! Tschüss! Ja, haben ihn besiegt. Schweinebärmanöver. Jetzt kommen wir auch ins Hinterzimmer. Erstmal Licht anmachen. Oh, look, he was playing president. Okay.
Er hat ja gesagt, dass er gerne Präsident werden will, aber dass es so schlimm ist. Es ist schon, ja. Nicht mehr feierlich. Ach, schlecht nachempfunden, finde ich. Schweinebärmann-Keule. Jeder Angriff saugt 50 Trefferpunkte von dem Ziel ab. Cool. Gucken wir mal. Diese Waffe hilft, die Klimaerwärmung zu verhindern. Yay. Ach, hier ist das Gastfeld bei der Waffe, war das ist bei der Rüstung, meine ich. Halt! Stopp! So nicht. Hier hat man das drin. Jeder Angriff sagt 10 TP, aber wir machen jetzt. Hä? Da. Schweinebärmannhuf. Genau das ist es doch. So. Hätten wir mal ein bisschen was verkaufen können davon. Egal. Wir haben Schweinebärmann getötet. Nicht Schweinebärmann. Wir haben Al Gore besiegt und entfreundet und überhaupt. Und wir haben endlich wieder Ruhe. Sehr schön. Und nö. Schweinebärmann ist immer noch auf freien Fuß. Was machen wir denn da? Bei Kirby, ich weiß, wo der. Warte mal, ich will mal kurz was gucken. Ich will mal kurz was gucken. Wenn er da ist, wo ich denke, dass er ist. Oder auch nicht. Weil ja, dass ich nämlich auch versteckt, Schweinebärmann. Aber jetzt scheint er irgendwie nicht da zu sein. Schade. Aber trotzdem, wenn einmal hier sind, kann ich trotzdem noch was. Trotzdem. Mhm. Nee. Doch, da hinten ist es doch, genau, der Sensor. Die Sonde da hinten. Da im See. Ein UFO. Mit einem schönen Pokémon. Und einer Truhe. So. Hätten wir das auch. Aber wenn wir hier sind, können den Elfen noch einen drüber ziehen da. Ne? The hammer of justice shall strike the nail of evil into the board of being sorry. Ja. I have to go to the bathroom. Da hat sein Enkel komplett aus dem Deutschen gehauen. Kannst du nicht ordentlich laufen, Bottas? Ist schon böse. Ach, er lebt noch. Probieren wir das Ganze nochmal. Halte A gedrückt, bis du die Kontrolle zu verlieren beginnst. Dann das los. Also jetzt. Sehr schön. Maybe
So war's geplant. Neue Quest, besiege Schweinebärmann. Na bitte, mehr wollte ich doch gar nicht. Da ist er, Schweinebärmann. Autsch! Bear Pig, he's here! Da ist Schweinebärmann. Oh mein Gott! Wir sind alle verloren. Was für ein... Oh Gott, der für eine Rüstung. Wollen wir mal genauer angucken. Chef, ja, das ist Chef Kenmeyer. Der Schweinebärmann ignoriert jeglichen Furzschaden, solange er seine Maske trägt. Och nö. Ach, trotzdem können wir das machen. He is my greatest enemy. Okay, ja, trotzdem Körper angewidert. Oh, ich hoffe zumindest, dass es funktioniert. Ja. Funktioniert. Aber erstmal ein bisschen Rüstung bei dem Wegbrennen hier. Geht ja gar nicht. Au! Sind ja mehr Lebenspunkte als eben, ey. Der hat richtig viel gemacht. No, 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 no. Oh. Ow. Na, ist ja kalt. Hey, Baggy. Oh. Roar. Roar. Alter. Endlich seine komische Maske los, ey. Lang genug gedauert. Blute, du Schwein. Au! Au! Reicht das? Ah, nicht ganz. By the hammer of Venus! Oh! That was the most perfect throw I've ever seen. Hat sogar ein bisschen Schaden gemacht. Ah. Ouch! Oh, jetzt reicht's aber. Ein bisschen Rüstung wegbrutzeln bei ihm. Warte mal. Ah, so geht's auch. Au! Was ne Wasser, Lara. Au! Oh, mal ein bisschen Rüstung weg. Ach, nicht heilende Berührung. Gucken, was jetzt rauskommt. Hoffentlich Lebensentzug. Lebensentzug ist die grüne Hand da. Jawohl! Ist sehr gut. Ach, lass mal noch ein bisschen mehr bluten. Ach, geht noch fünfmal Blutung. Ist ja langweilig. Jetzt holt er seinen Helm wieder. Ein Lebenspunkt, ja sicher. Ein Lebenspunkt, natürlich. Ich wollte schon sagen. Tot ist er. Alter, Level 11 und Level 14. What the fuck?
Kristall fehlt noch ein bisschen. Wir haben Schweinebammern besiegt. Jawohl! So viel dazu. So, wir gehen jetzt erstmal verkaufen. Zum Beispiel sagen, gehen wir mal in die K-K-K-Basis. Welcome, weary traveler. Would you like to see? Winterstab. Der hat auch nur einen Slot frei, das ist das dem sicher. Das Ding macht halt mehr Schaden als das Ding, was wir haben. Und das Blitzding können wir ja trotzdem reinlegen, oder? Aber wir kaufen den auf alle Fälle mal. Verkaufen tun, erstmal hier ein paar Kostümflicken. Ach, weg. 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 Weg, 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 weg. Oh, scheiße. Halt. Halt. Ach, die zwei behalten wir mal. Ich bin gerade auf Zurückkauf. So, wartet mal. Die behalten wir mal, die kleine Butanfackel hier. Jetzt habe ich schon für ein Schockding drin. Wir behalten den erstmal noch. Wartet mal. So. Die haben nämlich nur 10 Schockschaden drin. Wir haben hier was hier mit. Ja, Feuer machen wir sowieso dann. Hier haben wir 15 Schockschaden. Der elektrisierende Winterstab. Ist doch auch schön. Welcome, weary traveler. Would you like to... Das kann man nämlich auch verkaufen. Perfekt Angriff, dann ist braucht man nicht. Nö. So. Neue Rüstung hat er bestimmt nicht im Angebot, welcome, gell? Weary traveler, would you like... Ah, die Schnauze. Nur für Krieger. Aber wir sind ja kein Krieger. Wir sind ein Magier. Mit einem Froststab in der Hand. So, dann würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge hier ein bisschen Großwildjagd in South Park. Weil wir haben ja hier das Buch uns geholt in der letzten Folge. Haben wir jetzt hier auch hier Großwildjagd mit Jimbo. Da können wir ein bisschen was machen hier schon. Ach, können wir eigentlich schon mal hier hin, dort ist ja schon das erste. Aber das fangen wir jetzt nicht mehr an. Sondern... Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.